Immer haben beide Seiten recht, da sie nur zwei anaximandrisch aufeinandergehetzte, notwendige Widerspruchsseiten sind innerhalb eines ternären Durchlaufs, denen immer der dritte Wahrheitsschluss fehlt. Heidegger hat recht, Kassierer hat recht, Nietzsche hat recht, Kant hat recht, Heraklit hat recht und Parmenides hat recht. Das sind nur die beiden Medaillenseiten des Tages und der Nacht der Existenz. Also Heidegger, die Seinsaufgabe, die zu lösen ist, wozu diese Zugzwangshetze der Quellenergie, diese Getriebenheit, die jeden Morgen Aufschrecken macht, um einen wieder hinauszutreiben in die Welt, um die Beute zu erlegen, von der man schließlich selbst erlegt werden wird. Dieses Begegnen mit dem ungeheuerlichen Phänomen des Bewusstwerdens eines Ja-Daseins, eines Ja-Wirklich-Wirklich-Seins mit Fleisch und Blut und gelatinösen Innengeglibbere, das von Leder, von elastischen Häuten umspannt ist. Und dann das noch ungeheuerlichere Phänomen des Sich-Bewusstwerdens, dieser Ausgeworfenheit, dieses Verlorenseins, dieses bereits Verurteiltseins, eines Endgültigen, das durch nichts zu niemanden zu vermeiden ist. Diese lange dissipative Spanne der Zeit des Begreifens, des Abgreifens, des Ergreifens, des Durchgreifens, des Grüfs in seinem angespannten Unbehagen und der Unheimlichkeit und manchmal in einem wohlwollenden, homöostatischen Aufgehobenheitsgefühl dennoch, bis hin zum letzten Sprung, denn es ist keine Kontinuität. Am Ende muss es ein metaphorischer Sprung sein zur Zeit des Schließens, des Schlusses, des Scheißens, des Falls, des Abfalls, des Abschlusses, dem bodenlosen, vertikalen Fall des Jakob Böhme oder des Parmenides, der die kontinuierliche, nicht aufhören könnende, immer sich fortsetzende, bewegen müssen des Herzens, der Lunge, des Flusses des Heraklit, dann dissymmetrisch durchbricht, nicht kontinuierlicher erreicht, sondern die Zeit des Schließens als die Zeit des Todes. Also Heidegger, der wie alle, die davon ausgehen müssen, bis hin zum radikalen Solipsismus, dass man nichts anderes habe als dieses Bewusstsein, das sich in einer vierten Ebene selbst beobachtet und sein Ich bin ja da, im Descartes'schen Sinne, unzweifelhaft ist vielleicht nicht alles da, aber das, was sich als Daseiendes Selbstdasein empfindet, dieses Denken, dieses Wahrnehmen, dieses beobachtende Beobachten von etwas, das in diesem Prozess wieder beobachtet wird und am Ende sich skeptisch fragen kann, bin ich das, was sich da anfühlt, als ob es das wäre, dass ich da bin,
sich dann sagt, ich kann an allem zweifeln, aber an dieser schon vierten Reflexionsebene, dass von dem alles auszugehen ist, was dann sekundär erst wahrgenommen werden kann, egal ob dieses da ist oder nicht da ist, das ist unzweifelbar. Der Ausgangspunkt sine qua non eines Descartes, der nur den Fehler gemacht hat, daraus das Ergo sum, also bin ich, das Existenzurteil, den Rückschluss vom Denken, von der Wahrnehmung, vom Bewusstsein, auf den ja inzwischen abgespaltenen Körper, der sein Eigenleben führt, meistens zu schließen. Er hätte sagen können, ergo est, wenn dieses Bewusstsein unzweifelhaft das Einzige ist, von dem alles auszugehen hat, dann ist es auch es, der Signifikant, das Symbolische, die Wortvorstellung, die Wahrnehmung. Aber es kommt nicht darauf an, aus diesem selbstbewussten Bewusstseinsphänomen, das sich selbst genauso verrückt empfindet, ja da zu sein, unter einem Modus, dass es weiß, in jedem Moment wieder zu verschwinden und auch es nicht darüber aufgeklärt werden, dass nur diese Modalität des Bewusstseins möglich ist, als der heraklitische Film, ein Bildchen, ein Wahrnehmungsbildchen, eine Imago, eine Wortvorstellung nach der anderen in diesem Gedankenfluss, und wenn er aufhört, weil man die Augen zum Beispiel nächtens schließt, verschwindet die Welt als Vorstellung und als Wille und als Lebenswille und als Wille zum Mach anstelle des Willens zur Macht Nietzsches. Gut, Heidegger geht ebenfalls von diesem Da aus, das aber dann, da es nicht darauf keinen Grund findet, keinen Urgrund, keinen Ungrund, sondern nur einen Abgrund, keine Antwort zu erhalten, warum dieses Da wieder genichtigt wird, von der Leeregefühl, von dem Ausgeworfenheitsgefühl, von dem Ausgesetztsein, von der totalitären Nacktheit, vom Tödlichen, vom Nichts eingeholt wird. Und nur und dann eben diese beiden Alternativen, wo wir gesprochen haben, entweder sich zurückziehen ins depressive Schneckenhaus, das Welt hat mir nichts mehr zu bieten, weil ich herausfalle aus dem Existenten, aus dem puren, nackten Das, das sich mir zeigt. Oder aber dann erst recht aufschäumt und sagt, nun gut, nichts mehr zu verlieren haben, dann erzeuge ich eben die Seinsvorstellung, in der ich mich dann in jeder Sekunde alltäglich daran messen lasse, ob ich diesen Glutkern des Seins bestehe. Die Polarität dieses Vis-à-vis von Nichts, auf dessen Leinwand, auf dessen Grund, diesen prekären Grund eines kontinuierlich sich entfliehen machen, sind erst das Etwas entsteht. Ohne dass der Prozess sich erklärt, wie dieses Werden, wie dieses polarisierte Entstehen aus dem Nichts sich erzeugt und die Uneigentlichen, die den Tod fliehen,
gegen die Eigentlichen, die sich der Existenz und der Zeit und dem Tode stellen, der Begegnung mit dem Nichts, das Ganze als Totum belächeln, als Abgetriebene in die Leere, als Hineingehaltene in das Nichts, als Platzhalter des Nichts, das sie zu affirmieren versuchen als Seiltänzer kontinuierlichen Absturzmöglichkeiten. Und dann macht Heidegger den Fehler, auch hier eine Entifizierung, eine Substantifizierung, eine Tröstungsideologisierung. Daraus zu machen, indem er diese Begegnung mit dem Absurden, mit dem Nichtigen, mit dem Leeren als Transzendenzakt möglich erklärt, des eigenen Daseins, ein Hinaussein über das Seiende, das aus diesem Werden und Entstehen und wieder vernichtet werden sich erfüllt. Dieses Hinaussein, diese Transzendenz ist selbstverständlich nicht möglich für alle, die sich nichts vormachen. Auch solchen nicht, die nichts mehr zu verlieren haben und deshalb immer alles auf eine Karte setzen, um dann alles gegebenenfalls zu gewinnen. Wer gewinnt, verliert. Wer verliert, gewinnt. Wer den Horizont, über den man an der Kante der Welt hinabfällt, hinübersegelt, entdeckt neue Reiche. Wer die Unendlichkeit, die Ausgedehntheit, die ja nichts anderes ist als der umgestülpte Handschuh des ursprünglichen, allumfassenden, begreifenden, nun unfasslich, unbegreiflich, unendlich ausgedehnt. Wer das Wagnis sich diesem Sturz, diesem Fall, diesem Phallus, diesem Abschluss stellt, der betreibt auf dem Trampolin des Springens zwischen immer wieder kurzen Momenten des Begreifens, dann wieder die Spirale der Freiheit, des Schließens, jener Freiheit der totalitären Nacktheit, Ausgeliefertheit, die eben, weil sie, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann eben, dass der Sinn von Sein die Zeit sei. Das Sein selbst hat keinen Sinn, das Leben benötigt keinen Sinn, um zu leben. Aber das Ziel und die Aufgabe ist die Zeit. Aber auch die Zeit gibt keinen Sinn. Sie ist kein Füllhorn. Sondern auch hier bei Heidegger die Transzendierung, die momentane Erfassung jedes Augenblicklichkeitsmoments der Zeit, in dem der Tod sich dann in seinen Grimassen zeigt. Die Zeit, das ist bei uns etwas anderes, das ist nichts anderes als das ständige Produktionsergebnis der kopflosen automatistischen Rekombinatorik, die in allem tickt und auch in den Menschen als ihre Gedankenproduktionen, als ihre Sprachproduktionen, als ihre Semiotiken und Semantiken, aber auch als ihre Körperproduktionen, zu dessen Aufgabe sie aufgerufen ist, in den Erhaltungsphasen alles dazu zu tun, die dissipative Lebensspanne, den Lebensraum, den Zeitraum weiter aufzuspannen, der ja nur beim Menschenleben sichtbar gemacht wird, Zeit und Raum. Raum, das ist nichts anderes als jener dreidimensionale Weltvorstellung, die den Begehrensordnungen
siehe später oder früher, entspricht, indem das Wesen nun beobachten kann, welche vorwärts robbenden Amöboidbewegungen es macht und durch Erkennen des Raums dann Vorhersage, Vorherplanung, Strategie, Anlegen von Holz für den Winter und nicht selbst erjagt werden im Moment des Anschleichens an die Beute, sich selbst beobachten gelernt hat und erkennt, dass es diese Hülse ist, die gefressen werden könnte. Und jedes dieser Bewegungsveränderung innerhalb des geometrischen Netzes des Raumes dann als eins nach dem anderen, als irreversibles Zeitticken, nicht als zeitkontinuierliches Fließen, sondern als jeweiliger Sprung, wie ein Känguru, wie eine Springmaus. Jetzt habe ich wieder überlebt und jetzt war das richtig, den Platz, das Biotop, die Nische, die richtige gewählt zu haben, an dem ich Futter finde und nicht selbst zum Futter werde. Also bis hierher in der Referierung der Frage, wozu diese Zwangshetzen dienen, die nach dem Aufwachen die authentische Vergegenwärtigung des wirklich Wirklichen möglich macht und dann in den gleichen Momenten, in den morgendlichen Stunden, in denen die Verdrängung noch nicht so hoch ist, die Begegnung gleichzeitig mit dem Tödlichen, mit dem Absurden und die Begegnung mit dem Nicht-Aufgeklärt-Werden über diese Zusammenhänge. Sodass also Heidegger im Gefolge von Kierkegaard, im Gefolge von anderen, zum Beispiel ostasiatischen Weltvorstellungen, den richtigen Riecher hatte, die Polarität des Existierenden auf dem Grund des Horrors, des Nichts erst zu proklamieren. Aber er hat, wie gesagt, dazu den Grund nicht genannt. Und das wird nun Aufgabe werden der nächsten Videos. Mal schauen, ob wir auch das noch packen heute.